Ja, hallo Freunde der Spiegel und willkommen zurück bei Total War Rome 2 DLC Empire Divided. Ja, wie man hört, stimmlich ist immer noch nicht so hundertprozentig, aber wir machen weiter. Ich finde es immer toll, wenn man in die Schlacht zurückkommt, beziehungsweise ins Spiel zurückkommt und du siehst einfach eine Schlacht, die du nicht schlagen wolltest. Also damit startet das Spiel schon einfach so perfekto, obwohl... Das muss doch drin sein. Geschosse bereit zum Einsatz. Unsere leichten römischen Plänkler werden das da wohl hinkriegen. Nahkampfinfanterie zu euren Diensten. Oh, Moment. Wir gehen ganz, ganz weit zurück. So haben unsere Ballisten nämlich die beste Chance, viel abzuräumen von der gegnerischen Armee, während wir hier rumhocken. Jetzt muss ich mal ganz kurz meinen Hund hochholen. Das sieht natürlich kein Mensch. Oh, du hast aber nasse Pfoten, Hund. Oh, das ist ein Tee, den kannst du nicht trinken. So, lieber General, stell dich mal bitte in die Mitte hier. Unsere Kavallerie geht in die Flanken. Und ihr macht mal die zweite Reihe. So, und jetzt auf den Feind warten. Bitte explosive Geschosse. Zeit, dass sie sterben! Und wenn du den Tee anleckst, wirst du dir die Zunge verbrennen. Der ist nämlich auch noch zu heiß für dein Herrchen. Ach, er ist wieder so interessiert am Computerspielen, obwohl er eigentlich lieber Assassin's Creed zuschaut. Aber er findet den Schnee ganz schön hier. Feldartillerie bereit! Na kommt. Ohne Scheiß, jetzt war gerade hier oben der Vogel hier, ne, der hier rumfliegt, der wird verfolgt vom Hund. Der guckt den an und denkt so, wow, was zum Jagen. Guck mal da, da Rentiere. Oder irgendwas anderes, was rumläuft. Nee, nicht mich angucken jetzt. Das ist ein spannender Moment, jetzt gleich laufen die in unsere Schussreichweite. Und los geht's. Ja, es war ein Treffer. Ja, kaum nimmt der Imperator selbst sowas in die Hand, trifft er auch mal. Das wird nix. Das sah schon besser aus. Oh, da kam vorhin von meinem anderen, also von dem normalen Beschuss, ein ganz guter rein. Zu kurz. Aufstehen und Stegestand.
Oh, der kam gut. Ja, wir sind aber nicht so effektiv, wie ich mir das gewünscht hätte. Die kommen jetzt auch schon ziemlich nah. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Artillerie, zu Befehl! Na komm, einen kann ich noch machen. Das sind auch alles germanische Piken. Durch da. Lauf, 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 lauf. Schneller, 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 schneller. Ihr müsst in den Rücken von den rein. Und weg da, 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 weg da. Die Römer sind bereit, ihre Pflicht zu tun. Ich erwarte eure Befehle. Erquickt euch, Dalmatae! Na komm, ihr macht das schon. Bereit zum Einsatz. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Oh, da sind dämliche Piken. Schnell, bevor die sich aufstellen. Bereit zum Einsatz. Rein in die germanischen Werfer. Geschossinfanterie zu euren Diensten. Mutige Römer, bis zum letzten Mann. Rückt zu. Ja, Kommandant. Ich erwarte eure Befehle. Die Römer sind bereit, ihre Pflicht zu tun. Bereit. Genau, schleudert in die Sperre in den Rücken. No, das war so klar. Ich wollte ihn gerade wegziehen. Wir erwarten eure Befehle. Geschosse bereit zum Einsatz. Zu Befehl. Befehl verstummen. Hier in den Rücken von denen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Zu Befehl. Geschossinfanterie bereit! Schießt! Jupiter gibt uns Kraft! Ja, Kommandant! Befehle? Verschwunden! Befehle? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Das ist ein schändlicher Anblick! Vorliste! Durchbrecht die Linien! Feldartillerie wartet auf Befehle! Geschossinfanterie säuren die mutige Römer, nicht komplett bekannt. Kavallerie! Zwing mal bitte die Piken zum Umdrehen, danke. Jetzt kommen nicht von hinten die Leute noch rein. Geschossinfanterie bereit! Feuer! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Quickest Armatei! Weiter, 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 weiter. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht.
Das ist ein schändlicher Anblick. Tja. Das war's dann wohl für meine Truppen. Ein letztes Aufbäumen des Generals. Beziehungsweise es war irgendwann mal ein General hier drin in der Abteilung. Und weiter, komm. Wie viel Moral habt ihr noch? Theoretisch gar keine. Praktisch überrennt ihr jetzt die Werfer hier und freut euch dann ein Ass, dass ihr noch dabei seid. Raus da, raus da, raus da, raus da, raus da, raus da. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. So, Hund erstmal runtersetzen. Der hat mich jetzt genug gesehen. Er muss immer nur am Anfang mal kurz schauen, was das Herrchen denn macht. Ah, lief gar nicht so gut, wie ich dachte. Die Ballisten haben auch gerade mal 90 Gegner erledigt. Diese dämlichen Quaden. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon hattet. Dieser wahre Held Roms ist einen tapferen Tod gestorben. Der Mann in der Rüstung, Prolog. Rom stirbt. Diese Worte höre ich jeden Tag, wann immer wir Zeuge der Verwüstung werden, die die Barbaren hinterlassen, flüstert jemand. Rom stirbt. Wann immer wir in einer Schlacht die Barbaren besiegen, gibt es jemanden, der in gedämpfter Stimme sagt, und dennoch, Rom stirbt. Genug, Rom stirbt, seit ich mich erinnern kann. Ich habe das Leid gesehen, die Fäulnis, die Rom von innen zerfrisst. Genug, meine Soldaten haben mich als ihren Kaiser auserwählt, und ich werde ein Kaiser sein, der ihr Vertrauen verdient hat, soll Invictus, Herr des Tageslichts. Ich biete dir weder Opfer, noch schwöre ich einen heiligen Eid. Ich bin kein Mann leerer Versprechungen. Ich bitte dich nur um eines, behüte meine Frau und meine Tochter, meine Legionen, das Volk Roms. Denn wenn ihr Licht verglimmt, was wird dann aus dir, was wird aus uns? Nur vergessene Schatten der Vergangenheit, getränkt im Blut. Ich, Lucius Aurelian, werde das nicht zulassen. Fein gesprochen, Lucius. Wenn du noch so geile Sätze abgibst, dann wirst du mein Wunschname für ein zukünftiges Kind von mir. Aber erst einmal ist hier auf dem Weg nach Odessos, um unserer... unsere Stadt wieder einzunehmen. Gescheitert. Die Stärke der Api. Ich erwarte eure Befehle. So, du stehst da oben einfach am Rand. Mal eben kurz in die Übersicht reingehen. Den Dakrien machen wir noch Minus. Dann lasst uns mal auch hier noch einen Schrein des Jupiters ausbauen. Ich meine, es in der öffentlichen Ordnung.
Sonst sieht es in meinen anderen Provinzen überall gut aus. Die werden euphorisch werden. Ich lebe, um Rom zu dienen. Tja, rund um uns herum nur Feinde. Bereit zum Kampf. Rückt vor. Wir können hier nicht passieren. Noch nicht. Rückt vor. Beeilt euch, Männer. Nimm mal die Soldaten von dem mit, während du dich wieder zurückziehst, damit wir eine volle Legion darüber schicken können. Wo kommen uns gerade auch Feinde entgegen? Stimmt, im Süden haben wir das Problem mit den Herrschaften von den Gramanten. In Bewegung. Ich erwarte weitere Befehle. Rom braucht gute Kämpfer. Das löst jetzt aber auch nicht in einer Runde. Ich habe noch einen Erlass offen. Ach, weil ich eine Provinz verloren habe, ne? Ah ne, stimmt gar nicht, weil mein Imperium größer ist. Oder? Nicht 100% sicher. Palmyra wächst. Und Palmyra wird auch irgendwann mich angreifen. Ach, ihr wollt mich doch verarschen. Ein Glück. Zum Glück sind die Flotten von den Besatzungen eigentlich relativ schwach. Wir fordern, dass er diesem Krieg beitretet, wie schwach es die Ehre verlangt. Und wenn nicht die Ehre, dann sollte euch euer Selbsterhalt dazu bewegen. Gegen die Sassaniden. Sassaniden. Boah, die 1000, die ihr mir zahlen wollt dafür, die lohnen sich leider nicht. Und diese dämliche Truppe von den Roxolanen war das hier, ne? Die zieht jetzt von Stadt zu Stadt. Haben sie wohl nur geplündert, oder? Ja, ausgeraubt. Fehlende Steuern, Steuergelder wurden geklaut von Banditen. Dann klaut uns doch die Steuergelder. So, zivile Gebäude für 20% günstiger zu bauen. Erwarte eure Befehle.
Wir werden diese Siedlung entnehmen. Bereit zum Kampf. Wie kann ich euch dienlich sein? Sabotieren. Versuchen wir mal, das Ziel zu verlangsamen. Sehr schön. Alles, was ich suche. Wie kann ich euch dienen? So kriegen wir die nämlich dann auch. Bewegungsreichweite erhöhen. Erholt euch eine Runde. Dann wird das schon werden. Echt? Die hat zwei Fullstacks-Armee, hat jetzt vor mir liegen. Hier die Buri, die übrigens hier eine einzige Stadt haben. Kommandant, zu euren Diensten. Dann machen wir es erstmal anders. Dann machen wir hier den Pass dicht. Mit der Armee. Und die kommen auch mit zwei Full-Stacks-Armeen, die Barbaren, aus dem Norden. Traum wird wahr. Oh Mann. Hund, hör auf, so kuschelig zu sein heute. Ja, sind wir alle. Wir müssen aber jetzt erstmal Legionen weiter ausheben. Die Kriege nehmen gerade nämlich alle ein bisschen Überhand. Ich biete euch diesen Happen an. Und jetzt, wie ein Wolf vor dem Tor, sucht ihr euch besser einen anderen Jagdgrund. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Vor allem können wir uns aus dem Friedensangebot die 3000 weitere Truppen leisten. Oh, jetzt kommt er schon wieder mit der Flotte und will eine andere Stadt angreifen. Oh, es ist dieselbe. Natürlich kommt er diesmal durch. Es ist ätzend. Ja, jetzt greift er nochmal meine Stadt an. Das ist das Problem, wenn ich finde, so diese Starts mit einem großen Reich sind zwar ganz angenehm, dass man erstmal, ja, Kohle hat. Aber du hast einfach Krieg mit jedem. Das ist echt ernüchternd. So, was sagt meine Diplomatie?
Seid gegrüßt, mein Freund. Natürlich wollte Kai nicht Angriffspakt. Aber ein Handelsabkommen würdet ihr zustimmen. Mehr können wir nicht verlangen. Guck gerade, ob ich nicht den einen oder anderen Krieg abwehren kann. Sprecht ehrlich und ihr werdet eine ebenso ehrliche Antwort erhalten. Also ein bisschen diplomatische Stabilität erzeugen. Pseudomäßig. Seid gegrüßt. Ich hoffe, ihr... Seid willkommen, Botschafter. Wenn... Naja, wenigstens beschimpft ihr mich nicht so extrem. Sagt uns eure Bedingungen. Willkommen. Sprech. So, nochmal zurück. Götter des Jenseits. Okay, ihr wollt auch keinen Frieden, Buri? Dann ist das halt so. Sehr schön. Direkt nochmal die Vorräte vergiftet und jetzt können wir uns den holen. Wie kann ich euch dienlich sein? Wir hungern nach. Niemand wird entkommen. Die Burg wird belagert. Ja. Unser Kaiser wird einen großen Sieg davontragen. Aber das beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Total War Rome 2 DLC Empire Divided.